Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus einer anderen Perspektive. Wir haben Kameras hier bekommen und die probieren wir heute mal aus. Das heißt, man sieht hier schon bei Timmy, wir sind in der Halle. Hier, neue Perspektive von der Cabby aus. Mal gucken, wie das nachher aussieht alles. Das heißt, wir sind heute in der Halle und es geht um unseren Strandbuggy. Das heißt, viele haben ja reingeschrieben, Strandbuggy wollen sie sehen. Und jetzt gehen wir mal rein. Halle. Guten Tag, moin moin. So, Strandbuggy auf Fiat 500 Basis. Ziemlich lange nicht bewegt worden. Ein paar Sachen liegen hier auch noch drin. Meine Paddel, Sitze haben wir noch. Aber ich glaube, das haben wir schon mal gezeigt. Ne? Ah, guck mal, hier ist meine Plane, Alter. Die haben wir die ganze Zeit gesehen. Wir nehmen das Ding heute mit und wollen heute versuchen, das Ding auch zum Laufen zu bringen. Ich gehe jetzt mal davon aus, das wird nichts, dass das Ding heute läuft, weil wir haben natürlich, wir haben jetzt keinen Schlüssel, wir müssen gucken, da alles. Schlüssel steckt. Oh, mit dem Schlüssel. Schlüssel ist da. Ist da eine Kamera an, Tim? Ja. Sehr gut. Wie gesagt, wir waren da schon mal irgendwann dran, aber heute müssen wir mal gucken, ob wir das Ding irgendwie zum Laufen bekommen. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir Vergaser und alles Mögliche mal ausbauen und gucken, was da los ist. Das heißt, wir fangen mal an, das Ding irgendwie hier rauszurampeln. Und dann soll das Teil hier rein. In unseren Vitolino. Ich hab's gerne stehen lassen. Doch, Digga. Was? Muss ich erstmal gucken, ob alles vollständig dran ist. Oder. Das ist noch ein richtiger Motor. Guck mal, der Riemen, der ist sogar noch fast gut. Die Frage ist, wollen wir ihn hier versuchen zum Laufen zu bringen oder in der Werkstatt? Ja, auf jeden Fall in der Werkstatt. Ja, ne? Oh, Alter, dieses Soundsystem, Alter. 120 Watt. Erstmal hinfahren, irgendwie kriegen wir das Ding schon ran. Warte. Ah, das passt. So, Auto ist drin, vernünftig verladen endlich. Müssen wir ihn noch ein bisschen festmachen. Passt genau rein. Sag mir nicht, das ist nicht richtig so. Das heißt, wir machen jetzt Heckklappe runter, wir verzoren das Ganze richtig schön, dass auch nichts passieren kann. Und dann ist das ja zum Glück nicht weit weg. Das heißt, wir können dann ratzifatzi einmal schnell in die Firma fahren. Wie ihr schon gesehen habt, wir haben hier neue Kameras. Und zwar sind das die Insta 360 Go 2. Das heißt, es sind super kleine Kameras, wie ihr sehen könnt. Man kann die hier rausnehmen, hat hier einen Magneten drin. Das heißt, man kann die immer schön in die Tasche packen. Plus, man kann die Kameras hier halt überall anbringen. Das heißt, wir haben die, können die im Motorraum anbringen, wir können sie überall am Auto anbringen. Das heißt, verschiedene Perspektiven anwählen oder halt auch für die Cabby, dass du diese POV-Perspektive hast. Das heißt, du kannst mit beiden Händen am Lenker sein oder kannst auch mit beiden Händen schrauben und hast das Ding einfach oben auf dem Kopf, stört dich nicht. Geile ist auf jeden Fall, dass du das alles per App noch steuern kannst. Zeitraffer, 16:9, also alle möglichen Varianten. Was halt auch richtig geil ist, die Kamera stabilisiert das Bild auch selber. Dafür, dass das Ding so klein ist, also kleiner als mein Daumen, hat das Ding eine richtig geile Bildqualität und Tonqualität. Also muss ich echt sagen, richtig gut. Dazu ist das Ding auf jeden Fall robust. Das heißt, uns ist das Teil auch schon einmal runtergefallen, ist absolut gar nichts passiert. Und das ist wasserdicht. Also das heißt, wir können das Ding in den Pool schmeißen, zeigen, wie man das Auto wäscht aus verschiedenen Perspektiven. Guckst du? Glaubst du nicht? Pass auf, ich zeig dir. Echt richtig, richtig gut. So, jetzt geht's weiter mit dem Video und viel Spaß. So, ich kann euch schon mal ein bisschen was zeigen von dem Ding. Also, wir haben hier eine GFK-Karosserie, hinten eine fette Anlage gebaut. Läuft noch? Ja. So, und dann haben wir hier schönes Sportlenkrad, Sportsitze. Und, also Schaltung funktioniert leider gar nicht. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, was da lose ist. Denn da ist tatsächlich noch Luft auf den Reifen. Das ist auch schon mal geil. Aber also das Ding steht wirklich lange und die Dinger haben alle noch Luft. Also das heißt auf jeden Fall, die haben kein Loch. So, dann haben wir hier schön Bullfänger. Was? Stop, Bro. So. Schön Bullfänger-Porn. Guckt euch das an. Guckt euch die Front an. Scheinwerfer. Ja, das war die Front. Und jetzt seht ihr die Seite. Guckt euch das an. So, jetzt gucken wir erstmal, Zündkabel sitzen alle drauf. Jetzt müssen wir leider einmal den Schlauch, die Spritzufuhr überbrücken, weil der Tank leider etwas verrostet ist. Jetzt müssen wir erstmal hier schnell was basteln. Der Durchmesser könnte passen. Schlauch muss aber einen Ticken länger. Flupp. Wie gut ist halt das Flens. So, Sprit haben wir. Luft. Lass ihn atmen, den Kleinen.
1000 Jahre alt. Hattest du da gerade was in der Hand, Timo? Was war das denn, was du da in der Hand hattest? Ach genau, der Schaltknauf. Der Vorteil ist, das ist eine GFK-Karosse. Da kannst du kein Gewicht kriegen. So, Saft ist da. Jo, Bremse hat sich ein bisschen verabschiedet, aber das ist Scheibenwäscher. Der geht. Jo, warte. Jo, geht. Was haben wir denn hier noch alles so an Kabel rumliegen? Wo hat er einmal denn so einen Anlasser sitzen? Da unten hat er ihn sitzen. Zieh mal an diesen zwei kleinen Popelhebeln da. An den Popelhebeln. Ja, das ist hier. Was ist das denn? Das könnte zündern, das. Machen wir Zündung an. Und jetzt machen wir die Hebel. Die drücken auf jeden Fall irgendwas hier beim Anlasser. Warte mal. Wir nehmen mal das Multifunktionswerkzeug. Prägt wieder. Prägt der Cleaner. Timo ist bereit, oder was? Und. Zünden überhaupt? Ich habe noch nicht geguckt. Ihr habt Zündkabel draufgesteckt. Das ist das Kabel für die Flexibilität. So. Mach immer so. Ich schwöre, wenn wir die reinstecken, wir gehen immer nur. So, nächster Startversuch. Jo. Habt ihr geguckt, ob ein Zündpunkt gekommen? So. Immer noch kein Zündpunkt. Oh ja, wir sorgen jetzt dafür, dass wir ein Magnetfeld aufbauen. Ja. Das unterbrechen wir, indem wir am Blick, wo der Unterbrechkontakt aufgeht. Denn bricht die Spannung zusammen, zieht durchs Kabel durch auf den Verteiler. Dann entsteht der Zündpunkt. Das heißt, wenn er hier, der da, zusammenbackt oder so. Starte mal, Tim. Da passiert nichts. Oh. Nächster Versuch, nächster Tag. Das geht ja nicht filmen, warte. Okay, jetzt zurück zum Problem. Also hier Buggy, ne, wisst ihr? Müssen gucken, ja, das Ding lief halt nicht. Zeig du mit deiner Kamera darauf, ich film dich. Der Buggy lief halt nicht. Oder er läuft nicht, wir kriegen keinen Zündfunken. Das hier eine Zündspule, die war da drin. Und es ist halt noch eine alte Transistorzündanlage. Also eigentlich ist es so, Zündspule braucht nur Strom, einen Unterbrecher brauchen wir, den haben wir hier. Heftig, du kannst mit der Kamera richtig reingehen hier, ne? Ja, richtig gut. Da ist ein Unterbrecherkontakt. Da. Müsste eigentlich keine Zündung geben, so. Und, wir haben nur Spule, trotzdem keinen Funken. Aber wir haben da draußen. Da haben wir noch was anderes. Andere Schätzchen stehen. Da testen wir mal die Zündspule dran. Wenn damit kein Funken kommt, weiß ich nämlich, dass die Zündspule heil ist und dass der Verteiler immer ein Problem macht. Wir hatten ja mal die Frage, ob ihr Bock auf Derby-Content habt. Ich hab noch so ein Derby. Und zwar ein seltenes Exemplar mit einem G40-Motor. Mit bisschen Leistung. Wir haben das 5 Jahren aus der Halle geholt und werde ich ein bisschen restaurieren. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, schreibt es in die Kommentare einfach. Dann machen wir halt Videos für euch. So, ne? So, jetzt gucken wir mal. Wir haben eine andere Zündspule hier. Was braucht eine Zündspule? Wie gerade eben schon gesagt, braucht eine Zündspule Plus. Das machen wir dann hier rüber über die Batterie direkt. Der Derby hat zwar schon eine Heugeberzündung hier, aber hier kommt eine 15 an. Eine Klemme 1 an. Das heißt, ein Unterbrecherkontakt wird kommen und dann probieren wir einmal aus, ob der jetzt Funken gibt oder nicht. 150 Jahre alt. Das Signal muss ich einmal abgreifen hier. Klemme 1 ist nämlich auch das Drehzahlsignal. Ich muss jetzt auch rausgehen. Eigentlich müsste das funktionieren. Oh ja. Strom geht schon mal. Oha. Ist nicht wahr. Weißt du, warum sie keinen Funken gemacht hat? Ne. Wollen wir es den Leuten erzählen? Ja. Wollen wir Fail-Content? Wir haben 2 Kabel. Eins ist weiß, eins ist schwarz. Das haben wir gestern auf die Plus-Batterie gelegt. Aber haben das ohne weiß an die Zündspule gelegt. Also es kam kein Strom da an, keine Spule. Also Timo war das. Gut, dann gehen wir wieder mit dem Käfer einmal? Ja, dann probieren wir das doch nochmal. Einfach mal, aber diesmal ordentlich, ne? Ja. Du mach aber auch, komm. Ich kann beide Perspektiven gleichzeitig, Digga. Den soll ich jetzt angucken hier. Fokus hier rein? Jo. Jetzt die andere? Jo. Jetzt die andere? Jo. Ja. Was wohl nicht auf hier drin? Kein Funke, ne? Oh, hier. Kann schon wieder haben. Hä? Kein Funke, ne? Also, was sagst du, Kim? Verteiler ausbauen, immer gucken. Zündkontakt gucken, ob Strom ankommt jetzt. Ach, da fest. Guck mal da oben mit der Funk, oder nicht? Ist ja. Funk. Zündfunk ist da, so. Ich muss immer darum achten, Digga, dass ich so halte. So, die war die ganze gestern alles immer so. Immer von unten. Ja, vielleicht sind einige bei diesem Blick gewöhnt. Ich hab auch, Digga, ich hab dich so Sachen gefragt, Digga, und hab mich so dabei gefilmt. So von unten. Was ist durchgeballert? Kondensator. Voll dumm. So. So, Funken haben wir. Funken haben wir. Nicht so viel. Weiß reiner in den Mutti. Nicht so viel.
So, guck mal, passiert. Digga, was ist Justin? Der will wegrennen, Alter. Fettenkamera, Digga. Der will wegrennen. Der wollte aus dem Auto abhauen, Alter. Rein. Ja, mach nochmal, ich mach vorsichtig. Wie lange stand der? Seit 93? Okay, das heißt, wir können sauber machen. Also Motor wird laufen, wir müssen auf jeden Fall Vergaser und so. Das wird leider in diesem Video wahrscheinlich nicht mehr stattfinden. Hier Zündkabel, Digga, zum Beispiel. So, Zündkabel sind halt auch angefressen, sind gebrochen, sind auch nicht mehr so doll, sind nicht fest. Das heißt, es gibt mehrere Sachen, wo wir auf jeden Fall noch ran müssen. Aber das bedeutet, wir haben noch ein Projekt, was nicht fertig ist. Ja gut, das sollte jetzt auch kein Riesenprojekt werden. Das sollte ja eigentlich nur jetzt mal einfach mal so aus Spaß noch sein. Ne? Gut, so, jetzt seht ihr noch mal Alex beim Waschen. Nein, und dann Nikos, nicht Alex. Oh, Entschuldigung. Alex. Seht ihr Nikos noch mal beim Nikos, nochmal beim Waschen. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das Gene sehen möchtet, ne? Ja, ich weiß, okay. Ich komm, mach ich fertig, Nico macht sauber und gut ist. Okay, ich habe schon gedacht, wollte ich sowieso Überraschung machen und vorbeikommen. Ich bin da. Bis gleich so.